Willkommen zu Folge 10 von 1954 Alcatraz. Ja, in der letzten Folge, die haben wir hier bei Detective Mason, ich glaube, ja. Und ihrer und seiner Frau in deren Zuhause einiges repariert. Und jetzt sollen wir hier vorne vor der Tür das Telefon reparieren. Und ich bin schon mal gespannt, wie einfach diese Aufgabe zu lösen sein wird. Aber gut. Die Kabel sind korrodiert. Die Drähte sind marode. Die müssen ersetzt werden. Aha. Drähte. Vorsicht, Joe. Kein guter Zeitpunkt, um den Löffel abzugeben. So, ich habe die zerfressenen Kabel ersetzt. Was haben wir hier? Telefonbuch? Das aktuelle Telefonbuch. Nicht, solange ich überwacht werde. Jetzt sorgen nur noch die Stromkabel für ein paar Interferenzen. Ich muss die Kabel irgendwie abschirmen. So, habe ich schon wieder viel zu viel gemacht. Jetzt sorgen nur noch die Stromkabel für ein paar Interferenzen. Ich muss die Schauen wir mal, was haben wir denn da so? Alufolie? Okay, die Alufolie sollte die Kabel abschirmen. Und das kleine Ding hier wird dann nutzlos. Ich stecke es besser ein. Okay. Ich bin fertig. Wenn Sie das Telefon umsonst benutzen wollen, folgen Sie dem Kabel. Und schließen Sie den Stromkreis mit einem Stück Metall. Ha! Das wird meine Frau sicher freuen! Versuch mal, uns Ferngespräche freizuschalten! Ich meine, okay. Gut. Gut, das war jetzt auch wieder schade um den gut gezeichneten Hintergrund, ne? Okay, jetzt haben wir alles durch, ne? Gucken wir nochmal, was haben wir hier jetzt? Ein geplätteter Dime. Ein Widerstand von dem öffentlichen Telefon. Ich konnte einfach nicht widerstehen. So, und jetzt? Keine Ahnung. Ist das so eine Sache, wo ich jetzt wieder zu Dings wechsle? Christine? Muss nicht sein. Die Münze behalte ich. Gut. Das passt nicht zusammen. Das wird nichts. So verzweifelt bin ich nicht. Ich weiß inzwischen viel zu viel über ihn. Beeilung! Ich weiß gar nicht, was hier noch zu machen Vater. Ist. Ja? Nee, ich muss weiterarbeiten. Eine Nest. Möwe hat ihr Nest aufgegeben. Und ein Ei. Komm mit, Kleiner. Du bist noch zu jung für eine Überdosis Religion. Ja, okay. Gut. Schauen wir mal. Ein Ei aus der Kapelle. Mir ist immer noch nicht ganz klar, bin ich jetzt bereit für den Kampf? Das hat ja richtig gut Pass geklappt. Pass auf dich auf, alter Mann. Tja. Das bildet kein gutes Paar. Das braucht kein Ei. Müsste ich vielleicht in der Wäscherei?
Kannst du hiermit was anfangen? Oh, woher wusstest du, dass ich bald Geburtstag habe? Hör zu, ich weiß, dass du Ärger mit Gaspipe hast. Bring mir ein paar Modemagazine und ich bastel dir eine Schutzweste. Okay. Modemagazin haben wir schon. Oh, toll. Nur noch eine und du bekommst deine neue Schutzweste. Wie noch eine? Das reicht für eine Weste. Ich mach mich an die Arbeit. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Steht dir. Meine Schutzweste. Gut. Dann fertig. Auf in den Kampf. Draußen. Muss bei Ihnen zu Hause. Das ist auf einmal seltsam mit den Ladezeiten. Hätte ich es wohl mal auf die SSD installieren sollen, ne? Hättest du mal auf die SSD installiert, der Klaus, dann wäre das alles kein Problem. Naja, ist so ja auch kein Problem. Ich weiß, was du suchst. Aber du kriegst ihn nicht. Er gehört mir. Komm schon. Er schlägt mich mit einem Wagenheber. Oh, bist flink, Junge. Aber irgendwann erwische ich dich. Genug geredet. Ich komme hier ohne dich raus. Jetzt komm schon, fall um. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Was haben wir denn? Muss nicht sein. Messergriff. Die Münze behalte ich. Aber das ist auch nicht. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Oh! Ein paar mehr und erst hin. Autsch. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Besser täuschen und dann woanders zuschlagen. Shit, sein Kopf. Erst ein paar. Er sieht übel aus. Oh. Du hast mein Leben ruiniert. Du kannst mich nicht besiegen. Sehe ich irgendwie anders. Er blutet stark. Okay, bring die beiden auf die Krankenstation. Warum bringt ihr euch nicht einfach um? Dann könnte ich jetzt nach Hause gehen. Mir ist egal, ob du stirbst. Mir nicht. Sieht für mich anders aus. Wer sich mit Gaspipe anlegt, hält nicht viel von seinem eigenen Leben. Es ist ihr Job. Behalt's für dich. Aber ich werde nicht pro Patient bezahlt.
Haben Sie kein Eid abgelegt? Ah, die meisten von euch haben eh den Stuhl verdient. Warum bist du auf der Insel? Bewaffneter Überfall. Versuch's nochmal mit der Wahrheit. Dafür landet man hier nicht. Anschließend bin ich aus Leavenworth ausgebrochen. Mehrfach. Ich wollte nach Hause zu meiner Frau. Irgendjemanden umgebracht? Nein. Ich habe Feinde da draußen. Hier bin ich sicher und kann mich in Ruhe erholen. Wie tragisch. Ich fange gleich an zu heulen. So, muss los. Die letzte Fähre geht gleich. Es gibt einen Drogenring auf der Insel. Ich kann helfen, ihn zu sprengen. Die Medikamente würden nicht mehr verschwinden und die Zahl der Junkies würde zurückgehen. Weniger von euch Simulanten, weniger Ärger. Wir haben uns nichts zu sagen. Vergeude nicht meine Zeit. Bringt ihn in einen der Stationsräume. Ja, so ist es. Ein altes Waschbecken. Hier verfällt alles. Ich sollte mich an kaltes Wasser gewöhnen. Das Bett anstarren nützt auch nichts. Ich muss in Bewegung bleiben. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Immerhin ist die Aussicht gut. Ganz schön dichter Nebel heute. Es bewegt sich kein Stück. Au, shit! Zeitverschwendung. Billige Niedrigwattbirne. Gut, schauen wir mal, was wir noch so haben. Nein. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Schauen wir mal. Zeitverschwendung. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Ich brauche das passende Werkzeug. Das wird nichts. Das führt zu nichts. Schraubenschlüssel bringen mich hier nicht weiter. Das wird nicht klappen. Ein primitives altes Schloss. Vermutlich noch aus der Zeit, als die Army hier stationiert war. Ich brauche das passende Werkzeug. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Christine würde wissen, wo man das findet. Birdman wird sich sicher freuen, sein Buch gedruckt zu sehen. Das braucht kein Ei. Das braucht kein Ei. Da hilft kein Seil. Da hilft kein Seil. Da hilft kein Seil. Das braucht kein Ei. Okay. Was haben wir noch so für Möglichkeiten? Schauen wir mal jetzt. Ich würde sagen, wir wechseln mal zu Christine. Joe hat mir das Manuskript zum Geburtstag geschenkt. Es hat sogar eine Widmung für mich. Es ist ein Stück von Evan Canfield, dem berühmten Beat-Autor.
Tja. Ach so, nee, okay. Ich würde sagen, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns in Folge 11. Und dort sehen wir auch, wie es weitergeht. Bis dahin!